wird nie geklatscht. Die Kinder im dritten oder vierten Schuljahr proben zweimal in der Woche, das ist der B-Chor. Nach einem Jahr werden sie in den A-Chor aufgenommen und dort sind dann pro Woche drei Proben, so dass wir uns in den Stimmen Sopran und Alt einmal alleine treffen, einmal gemeinsam zu einer Gesamtprobe und freitags normalerweise zu einer Gesamtprobe mit allen Chorgruppen, das heißt auch mit den Älteren, die zweimal in der Woche proben. Also ich probe dreimal in der Woche. Also ich habe montags Sopranprobe und freitags haben wir dann Gesamtprobe und dienstags probt dann im Kammerchor und X-Chor noch der Alt. Bei den Kindern aus dem dritten und vierten Schuljahr dauert eine Probe eine Stunde, 60 Minuten. Und bei den Älteren im A-Chor haben wir drei Proben in der Woche. Die dauern dann so 75 Minuten in den Einzelproben und 90 Minuten in den Gesamtproben. Für Sonderprojekte brauchen wir manchmal natürlich längere gemeinsame Proben, aber 90 Minuten ist normalerweise das Maximale. Die Chorleitung übernehme ich nicht alleine, sondern es gibt beim Mädchenchor eine musikalische Assistentin, sodass wir bei den verschiedenen Chorgruppen und Stimmgruppen, die wir haben, auch parallel proben können und innerhalb einer Probe dann das, was wir getrennt voneinander geübt haben, dann auch schon zusammensetzen können. Am Anfang einer Probe ist es wie beim Sport. Wir brauchen ein bisschen Training zum Warmmachen. Das nennt man das Einsingen. Und da gibt es Übungen. Manchmal höre ich mir Sängerinnen auch alleine an oder eine Chorgruppe. Dann gibt es Klänge und danach geht es dann an das gemeinsame Erarbeiten, die Stücke, die wir dann brauchen für die Gottesdienste oder für die Konzerte. Zum Beispiel wie jetzt das ukrainische Lied, also was wir an Weihnachten auf Englisch gesungen haben. Ist eigentlich auf Ukrainisch ein Volkslied. Da freue ich mich ja schon richtig drauf, die Sprache kennenzulernen, weil ich kann kein Ukrainisch. Ich kann jetzt von 1 bis 10 auf Russisch zählen, aber mehr kann ich auch nicht. Okay, wir machen nochmal die ganze Zeit weiter. Wir sind also bei Hammer 17. Ja, und deswegen freue ich mich, kennenzulernen, wie das auf Ukrainisch klingt. Im Moment sind wir in der Vorbereitung für die Oper Carmen von Georges Bizet. Wir lernen den Chorpart ein, den wir mit den Erwachsenen auf der Bühne singen und sind natürlich sehr gespannt, wenn es demnächst auf die Bühne geht. Ich liebe es wirklich, in die Proben zu gehen, auch einfach um meine Freunde wiederzusehen. Also ich finde es im Chor auch schön, dass wir alle zusammen singen. Und wir sind zwar in Stimmen angeteilt, aber irgendwie, wir singen alle richtig gut zusammen.